der Kneippweg. Fit und fun in Bad Kreuzen. Der Rundweg hat eine Länge von ca. 4,5 Kilometer. 8 Motorikstationen laden mit verschiedenen Übungsmöglichkeiten zum Auspowern ein. Dadurch kann man sich neben dem wunderschönen Naturbach auch etwas sportlich betätigen. Der Kneippweg verbindet den Körper, den Geist und die Seele. Es gibt auch im Bachbett die Möglichkeit zum Wassertreten. Die wunderbare Naturlandschaft entlang des Kasmühlenbogs ist ganz etwas Besonderes und auf jeden Fall einen Besuch wert. Der idyllische Wanderweg lässt uns schnell den Alltagsstress vergessen. Man taucht in einen kühlen, schattigen Wald und wird vom Rauschen des Baches und dem Zwitschern der Vögel begleitet. Wir genießen hier die absolute Ruhe. Und in der Waldandacht steht unter anderem auch ein wunderschönes Holzkreuz. Die Wackelsteine am Wegrand sind typisch für unser Mühlviertel und ein echter Hingucker. Da wir uns in der Nähe der Wolfsschlucht befinden, besuchen wir auch die Steinerne Wanne. Über die steinerne Wanne gibt es auch eine Sage aus der Zeit der Zwerge und Hexen. Ja, und weil wir schon beim Eingang zur Wolfsschlucht sind, besuchen wir natürlich auch die neue Statue vom Pfarrer Kneipp. Dieser Wanderweg ist perfekt für all jene, die für ein paar Stunden abschalten und einfach raus in die Natur wollen.
Der gesamte Wanderweg beansprucht etwa 2 bis 3 Stunden, je nachdem wie schnell man geht. Aber man kann auch jederzeit umkehren und somit die Distanz selber bestimmen. Eine romantische Schlucht, einige Wasserfälle und 8 Motorikstationen, prickelndes Wassertreten und vieles mehr sind die Zutaten zu diesem gelungenen Ausflug.